Zugführer hatte Feierabend, die Passagiere ließ er einfach stehen. Passiert ist es in Spanien an Bord eines Zuges zwischen Madrid und León. 32 Minuten vor der Ankunft hielt der Zug planmäßig in Sahagún. Der Zug stand dann einfach so da und die Passagiere wurden ungeduldig. Eine Durchsage gab es laut dem Passagier Javier Garcia, der zur spanischen Zeitung Crónica gesprochen hat, nicht. Was genau los war, erfuhr er erst, als er kurz auf den Bahnsteig rauchen gegangen ist. Dort stand nämlich auf der Tafel: Zugfahrt abgebrochen aufgrund der beendeten Arbeitszeit des Lokführers. Auch der Regionalleiter der Bahngesellschaft... Ah, sorry, ich habe 5 Uhr, ich muss gehen. Baff war er. Baff. Das Unternehmen organisierte 3 Ersatzbusse und die Passagiere kamen mit fast 3 Stunden Verspätung in León an. Die Gewerkschaft steht vollkommen hinter der Entscheidung des spanischen Zugführers. Die effektiven Arbeitszeiten habe er eingehalten, wie es gesetzlich geregelt ist. 5,5 Stunden Fahrt, dann 45 Minuten Ruhe und dann weitere 3 Stunden Fahrt. Hätte er auf der verbleibenden Strecke einen Unfall gebaut, wäre der Mann ins Gefängnis gekommen, argumentiert die Gewerkschaft. Unterstützt du die Entscheidung des Zugführers und wie hättest du als Passagier reagiert? Schreib's in die Kommentare.